Nochmal Beförderung. Wieso kriege ich nochmal eine Beförderung? Was soll denn der Kack? Also nicht, dass ich sauer darüber wäre. Ihr habt euch als treues und eifriges Mitglied des kaiserlichen Kultes gezeigt. Ich habe bisher einen einzigen Auftrag für euch gemacht. Hiermit überreiche ich euch als Zeichen unserer Anerkennung ein kleines Geschenk, das eure Mühen uns wenig erleichtern mag. Mach ein Amulett. Aber Mühen erleichtern mag, ist das dann sowas wie ein Bezauberungs? Wo ist denn das? Festigen Wortgewandtheit, Wiederherstellung, Mystik, Beschwörung. Cool, zieh ich auch an. Schuhe. Super. Schuhe der Überzeugung, festigen Charisma. Ja, das nächste Mal, wenn ich jemanden überzeugen muss, ziehe ich Schuhe an. Ach, deswegen hat das gerade nicht funktioniert bei dem einen Typen. Ich bin barfuß. Also jetzt nicht in-game. Da habe ich ja unter meinem Gewand Schuhe an, aber hier im Real Life. Geht und bitte die agonische Mission in Ebenherz um Almosen. Für die Armen. Ihre Provinz ist nicht so reich wie Himmelsrand. Ja. Besonders wenn es dann von Drachen niedergebrannt wird. Doch sind es großzügige und verantwortungsbewusste Leute. Sogar sehr treu, wenn man einen als Gefährten hat, meine ich gelesen zu haben. Irgendwann mal. Unsere Spendenaktion rechnet mit 100 Drachen. Lass mir reichen, wieder 100 drauflegen. Ach. Machst du es mir schwer? Iolus? Iolus. Iolus. Iolus! Ich brauche einen Spitznamen für dich. Ah, gut, sie hält die Klappe. Nein, das ist nicht dein Spitzname. Das ist ihr Spitzname. Ja. Ja, du bist einfach nur Wach als Spitzname. Kreativer Spitzname, wie bist du nur darauf gekommen? Warum haben deine Eltern dich Wache genannt? Waren sie total unkreativ für einen modernen Namen hier wie Kinamaxi King? Ja, das ist ja jetzt Kinamaxi King. Ja. Fleischwerbung! Kinamaxi King. Ja, es hört auf zu regnen. Warum freut mich das? Ich weiß es nicht. Regen. Regen weicht den Boden auf, dann wird alles matschig und man rutscht aus. Was wünscht ihr denn? Oh, Athletik hat sich verbessert. Cool. Kann ich in den Brunnen springen? Agonische Mission. Agonische Mission. So, gib mir Geld. Es tut mir leid, Bürger. Ja, nur euer Anführer in Kala kann euch Geld geben. Almosen für die Armen. Wir zollen dem Kaiserreich Kultrespekt, doch wir sind enttäuscht, dass er sich nichts gegen die unmenschlichen Praxen der Sklaverei Morrowind aufspricht. Wir werden diese Enttäuschung in unseren Überlegungen einfließen lassen. Werden wir uns die Großzügigkeit unserer Unterstützung entscheiden? Es tut mir leid, dass wir im Moment keine Spenden leisten können. Dieser Geruch neu ist. Moment mal, man konnte den, glaube ich, mit dieser einen Sklavin im Keller, die wir ja schon begegnet sind, irgendwie bestechen oder. Dings. Ja, Schlachterfisch. Die werfe ich hier nachher zum Fraß vor. Mal mit dir nicht irgendwas machen? Ich bin ein entlaufener Sklave. Ich besitze nichts. Ich muss mich hier verstecken, bis ein Schiff kommt und dann werden sie mir helfen, in mein Land zurückzukehren. Ja. Ah,
das heißt, wir können ihm da jetzt stecken. Da unten ist eine entlaufene Sklavin. Wir, wenn du nicht zahlst, mir Geld gibst für die Armen, Almosen so, verraten wir, dass da unten eine entlaufene Sklavin ist. Ist ja voll fies. Ey, ich bin zwar gemein, aber noch nicht so gemein. Ja. Wir zollen den kaiserlichen Kult Respekt, doch wir sind enttäuscht, dass er sich nicht gegen die Blablabla ausspricht. Aber vielleicht habt ihr recht. Durch unsere höchste Bindung an Zivilisation ist Menschlichkeit widerlegt. Wir das barbarische Beharren der Duma darauf. Ich bin auch ein Duma. Dass wir nichts mehr als Tiere sein. Bitte nehmt diese Spende für den kaiserlichen Kult im Namen der Provinz von Agonien an. Also Schwarzmarsch. Mit unserem Dank. Willkommen, wie ein Freund soll es sein. Sind wir jetzt wirklich Freunde? Wir sind Freunde. So kann man Freunde gewinnen, indem man sie irgendwelche Sachen Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Haben wir ihn bestochen oder... Hier? Was eine andere Alternative zu bestechen? Sprecht. Bedrohen oder... Nee, bedrohen was nicht. Auch wie nennt man diesen Kack? Ich weiß es nicht. Oh, hallo Kinder Maxi King. Zu keine Ahnung, wie viel Mal. Wie viel Mal überquere ich diese Brücke? Zum 6. Mal. Oder 5. Mal. Ja, 5. Mal. Gleich 6. Mal, wenn wir wieder weggehen. Dann springe ich lieber ins Meer. Nein! Ich meine, ein triftiger Grund spricht dagegen, dass wir ins Meer springen. Ich komme hier nicht mal hoch! Ich bin für den Rest meines Lebens hier gefangen. Ich kann ein paar Minuten entbehren. Wenn ihr also etwas benötigt? Ja, du kannst mir hier draußen Räuberleiter spielen. Du kannst dich auf den Boden werfen, so... Zum Beispiel... Wie der Tisch auf alle Viere schmeißen und dass ich auf deinen Rücken klettern kann, um dann über die Mauer zu springen. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! So haben wir es damals auch in Berlin getan. Damals vor 73 Jahren. Hervorragend, wieder einmal habt ihr unsere Erwartungen übertroffen. Zenite hat euch Großmut und die Gabe des geschliffenen Wortes in die Wiege gelegt. Meine Wortgewandtheit ist im Keller. Aber auch egal. Nehmt dies und tragt es mit Stolz. Und wenn ihr bereit für euren nächsten Auftrag als Almosenpfleger seid, wendet euch wieder an mich. Das ist der nächste Auftrag. Jetzt mal Beförderung einkassieren. Akolypt. Akolyt? Was ist das denn? Stendanischer Gürtel. Ich verkneife mir den Kommentar zu diesem Gürtel. Noch mehr Beförderung. Wieso werde ich 10-mal befördert? Das Schrein in der Festung der Buckfalter-Legion hat zu wenig Almosen für die Armen erhalten, deshalb dringend Geld benötigt. Wir wird's, um Nahrung und Decken für Waisen zu Bedürftigen zu erwerben. Bitte geht nach Altruhn und schaut, ob die Gelder für die Buckfalter-Stiftung auftreiben könnt. Die Stiftung braucht sofort mindestens 100 Draken. Es könnten schwierig werden, Gelder aufzutreiben, da Altruhn redoranisch ist und die Bevölkerung größtenteils aus Dunmern besteht. Ich bin auch ein Dunmar. Aber das Geld wird dringend gebraucht. Ich sehe da nur ein Problem. In der nächsten Zeit werde ich nicht nach Altruhn kommen. Gut, gut. Ja, er kann warten. Er kann auf sein Geld warten.
Und die mit den Decken, die können sich ja gegenseitig kuscheln. Und sich so wärmen. Ihr habt mich bei guter Laune erwischt. Sprecht ruhig. Seltsam. Ja. Seltsam, dass jemand gute Laune hat. Wenn ich so gerade auf die Uhr schaue. In 5 Minuten endet auch schon wieder die Folge. Oder 4 Minuten. Aber irgendwie habe ich gerade keine Lust aufzuhören. Aber wir sind schon bei der Freitagfolge. Was machen wir denn da? Ich muss einen Kompromiss mit mir eingehen. Was ich auf jeden Fall tun werde, ist erstmal speichern. Das heißt noch nicht, dass die Folge vorbeigeht. Don't worry, be happy oder so. Alles wird gut. Genau, ich mache es jetzt total altmodisch. Ja. Du bist auch altmodisch, weil du einen Rock trägst. So. Ich würfe eine Münze. Die Frage ist, für was nehme ich was? Zahl, ich beuge mich der Zeit und hör auf. Kopf, ich mach weiter. Okay, Kopf. Wir machen weiter. Das heißt, für euch Samstag und Sonntag wird es ausnahmsweise für euch Morrowind geben. Ey, einfach nur dafür, dass Montag kein Morrowind kam. Ist doch ein fairer Handel, oder? Ja. Ja. Siehst du, er hat ja gesagt, widersprecht ihm nicht. Er ist Kinder Maxi King. Er. Maxi King, ne? Er ist der King. Der größte King überhaupt. Nee, das war Elvis. Oh, fahr doch zur Hölle. Warum bin ich da eigentlich jetzt rausgegangen? Ich hätte das Bett nutzen können. Wisst ihr auch warum? Ich habe so einen schönen Rückkehrzauber. Hier, in meinem Wartemenü. Gaius, hilf mir. Tu was. Nein, ich will nicht nochmal rasten. Wo haben wir Rückkehr? Rückkehr. Unter dem Schlüsselbund. Wie? 28. Eine Chance von 28 haben wir, dass der gelingt. Und er gelingt beim ersten Mal. Ich bin so gut. Na, wir landen hier. Zufällig. Bei einem verstauten Zeug. Festigen Falschen. Werde ich sicherlich niemals brauchen. Also weg mit dem Schrott. Zenithas Kutte. Gürtel kann ich eigentlich anziehen. Einfach nur so just for fun. Was ist Charisma? Schuhe der Überzeugung. Behalte ich mal. Einfach so just for fun. Und weil hier eine Kerze steht. Wollt ihr etwas von mir? Nee, ich will was von Honigmund. Hast du was Neues für mich? Gut, Freund. Eine Ehre, das ist. Ach, stimmt, den Wein soll ich ja für dich holen. Wie geht es euch? Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber. Wir haben genug Kätzchen gesehen. Ich mache das, was ich eigentlich vorhatte.
damit das hier mal alles schneller vorangeht. Das wäre eine tolle Anspielung, oder? Ich musste irgendwie das schnell betonen, aber das wird hier sowieso niemand merken.